Ja, es ist natürlich schwer jetzt zum Antworten, weil der Werner das sehr lobend, also sehr wertschätzend gegenüber meiner Person immer braucht. Und nichtsdestotrotz ist es auch eine große Wertschätzung von meiner Person gegenüber dem Werner. Wenn man wie er sportlich seinen Weg bestritten hat, es war damals natürlich auch eine Geschichte, wo ich gern an seiner Seite wäre gewesen. Aber leider waren da eben gewisse Umstände. Mein Vater war damals sehr, sehr krank und irgendwo in Endstadien für sein Leben. Mein Vater eben, wir müssen nicht zur Seite stehen. Aber ich habe natürlich seinen Weg sehr, sehr mitverfolgt und auch letztendlich mich mitgefreut mit ihm, wie er da seine Aufstiege gefeiert hat mit Mattersburg und dann da mit Kapfenberg. Und letztendlich war er immer ein Trainingsgast in Köln verbunden, hat letztendlich immer diese Freundschaft, was uns verbunden hat, immer sehr, sehr aufrechterhalten. Und wie gesagt, beim Werner ist es so, jetzt im Nationalteam, wo er seine Erfolge feiert, was aus meiner Sicht vielleicht die eine oder andere zu wenig Wertschätzung gibt gegenüber seiner Person, gegenüber seinem Team. Das war sehr, immer sehr kritisch, sage ich mal, irgendwo Konto macht einen ganz, ganz tollen Job und war sicher nicht zu Unrecht irgendwo im Teamchef, sage ich mal, in den Rahmen drinnen, wo man mit dem Teamchef auserkort. Und ja, letztendlich ist es halt ein anderer geworden, aber nichtsdestotrotz, sage ich jetzt mal, umrunde jetzt seine Person, was ich halt so schätze an ihn. Wenn ich irgendwo vielleicht Hilfe brauche um 12 in der Nacht oder was, dass ich Werner anrufen kann, und der Werner fährt vor und er ruft mir aus der quasi Notsituation heraus. Und das ist der Mensch Gregoritsch in meinen Augen.